Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung von eurem Darky. Ja, nach sehr langer Zeit bin ich endlich wieder am Start und ich habe mir gedacht, fange ich mal mit etwas richtig Geilem an. Ein Husqvarna, Aufsitzmäher oder Rasentraktor. Ja, ich wurde ja eines Besseren belehrt, das ist kein Rasenmäher, sondern ein Aufsitzmäher. Oder Rasentraktor, wie es in der Videobeschreibung steht gleich. Also, passt auf, wir haben den Untermähwerke. Gefunden habe ich dieses Schmuckstück übrigens beim Modhoster. Dazu aber wie immer später mehr, ihr kennt es. Da haben wir ihn schon, den Husqvarna Rasentraktor TC38. 1000 Liter Volumen hat der Fangkorb da hinten dran, das ist ganz schön Fülle, finde ich. 15 km/h schafft er, auch Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h, das ist respektabel, also sehr gut. 6 Liter Kraftstoff hat er dabei, 11 PS Leistung hat er unter seiner kleinen süßen roten Haube, 5 Euro Unterhalt am Tag und natürlich Gras. So, mit dem Rasentraktor Husqvarna TC38 können kleine Flächen schnell und effizient gemäht werden. So, ich habe das Teil schon mal gekauft, erspart er das viele Rumklicken und ja, gut. So wie er da steht, ist erstmal nichts Besonderes, aber es ist schon was Außergewöhnliches, denn man hat schließlich seit dem Release vom LS17 auf einen vernünftigen Rasentraktor warten müssen. Jetzt, 3 Monate bevor der LS19 erscheint, wartet mal, August, September, Oktober, ja gut. Sagen wir mal, gute 3 Monate bevor der LS19 erscheint, kommt endlich ein richtig toller Aufsitzmäher raus. Einige von euch, vielleicht können sich ja wer erinnern, dass ich mal eine Mod-Vorstellung gemacht habe über einen John Deere Aufsitzmäher. Damit habe ich auch angefangen und ich fange jetzt wieder neu an mit dem Husqvarna Aufsitzmäher. So. Wir sehen schon mal eine sehr schöne Detailverliebtheit hier. Ja, schön die Hebelage zu sehen. Gangschaltung 1, 2, 3, 4 und 5. 5 oder S? Warte mal. Nee. Ist eine 5. Gut. Ist eine 5. Dann hier hinten den Fangkorb. Einmal das Pinöpelchen, ich glaube, rausziehen und dann nach oben, ich weiß gar nicht mehr, aber eine Tonne ist schon ganz schön viel. Ich meine, das hier ist eine Tonne. Gut 300 Kilo. So. So, wir haben uns mal angeschaut im Shop, was das Teil kostet, wo wir ihn finden. Ich würde mal sagen, gar nicht lange rumlamentieren, sondern einfach mal draufschwingen auf den Bock. Und ja, einschlagen. Die linke Hand. Die linke Hand. Aua, aua, aua. Das tut ja weh. Aua, aua. Okay. Und das natürlich auch darum, aber Lenkung funktioniert. Tadellöser. Muss ich sagen, Tadellöser sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Er steht gut da. So, Licht funktioniert auch. Was ich allerdings nicht verstehe, Leute. Sofort abladen. Wir öffnen mal hier das Teil und wir sehen bei sofort abladen. Huch. So. So, da sehen wir hier Rücklichter. Ich habe keine Ahnung, warum die in der Luft schweben, aber sie schweben. Sie schweben in der Luft. Ich habe, okay, nochmal, was so schön war. So, sie schweben in der Luft. Ich weiß es nicht, das Teil befindet sich in der Version 1.1, glaube ich, oder 1.10. Nein, 1.1. Version 1.1. Und wenn in gut 3 Monaten der nächste LS19 rauskommt, ich befürchte, dass wir auch da fast 2 Jahre warten müssen, bis der nächste einigermaßen vernünftige Aufsitzmäher rauskommt. Finde ich ein bisschen schade, aber ist leider so. So, in der Cockpit-Ansicht. Wir haben natürlich auch hier merkwürdigerweise einen Indoor-Sound, obwohl ich keine Kante sehen kann. Ich weiß es nicht. Ich würde ja über mich greifen, aber das würde hier vom Bildschirm ziemlich blöd aussehen. So, wir haben kein Tacho daran. Dafür haben wir auch keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit vor uns zu sehen, sondern wir müssen tatsächlich das HUD-Overlay anlassen. So, Arbeitsscheinwerfer hat das Ding nicht, dafür aber 2 schöne Lichtlein auf jeder Seite, also 4 nach vorne raus. So, es hat 4 Räder, schätze ich mal. Naja, 5, wenn man das Lenkrad mit einberechnet. So, aber wir gucken einfach mal. Knispel, knispel, knaspel. So, wir gucken jetzt mal. Sound, gar nicht mal schlecht. Mir gefällt der. So, und ja, ich habe hier schon ein bisschen rumgemäht. Ja, nein, es waren keine Probeaufnahmen. Es war einfach nur, ich war zu blöd, das Aufnahmeprogramm einzustellen. So. Also die ersten 5 Aufnahmen versiebt. Jetzt bei der, ich habe nicht so viele Finger in einer Hand, Aufnahme, muss ich sagen, es geht einigermaßen. Es ist einigermaßen ansehnlich, ja, so. Eigentlich ist das hier ja die Arbeitsgeschwindigkeit von so einem Aufsitzmäher.
bin ich viel realistischer, aber mit der Karriole hier können wir doch mal gut und gerne 15 Sachen fahren. Also ein Traktorrennen ist uns gewiss mit Oma Ete im Rollstuhl. So, wisst ihr was? Machen wir das Stück hier vorne noch fertig. Aber auch nur, weil ihr seid. Und ja, endlich hat man mal so ein kleines Ding, wo man seine Wiese mitmähen kann, wo man irgendwelche Eichhörnchen mit durchsieben kann, wenn die drunter laufen, oder auch Blindschleichen, Schlangen, was auch immer. Ein oder andere Körperteil, was? Es funktioniert also auf jeden Fall. So. Hat auch einen schönen engen Radius zum Einschlagen, wie ich finde. Wenn man schön langsam fährt, gar nicht mal schlecht. Ja, passt. Ein bisschen Krabbgemüse können wir da stehen lassen, oder? Ach komm, machen's weg. Wir sind heute mal großzügig und machen's weg. So, und das hier auch noch. So, passt. Machen wir mal aus. Und dann kippen wir den Stuss einfach mal hier hin. So. Also, funktioniert. Ich bin von angetan. Ach so, wir haben noch das Ding hier. Hupe. So, funktioniert auch. Ich bin von angetan von dem Teil. Ich werde den, glaube ich, doch tatsächlich bei mir auf den Hof packen. Und ja, schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Wie findet ihr denn LS19? Was erwartet ihr? Ja, also nicht was erwartet, sondern was erwartet ihr davon? Ich erwarte eine ziemliche Menge, gehe aber ohne Erwartungen rein. Ja, ich verstehe es auch nicht, ist aber so. Also, hoffe, das hier hat euch gefallen. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Wer es nicht gerade auf Modtoster sieht, ja, der braucht den Link nicht mehr, aber kann trotzdem ein Däumchen nach oben lassen. Oder andere diverse Körperteile, die man aufrichten kann. Nicht das, du Schwein. Nein, nein, das meine ich nicht. So, viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Euer Darky.